Schönen guten Tag, wollte Kuma gerade sagen. Spruch. Ich sag doch, wolltest du gerade sagen. Ah. Ey, da fliegen zwei Vögel. Ja, und ein Mammut. Und ich versperre mir genau den Weg. Jetzt sind sie stehen geblieben. Will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Lauf weiter. Weiter? Danke. Und willkommen zu unserer Eichentour, unsere erste. Ich habe nicht so viele Dinos drauf, ich habe nur die großen. Er hat wieder gedacht, er hat Eichen gesagt. Aachen. Die Aachen-Uhr war das, nicht die Eiche. Oh, ich habe voll Panik, weil die Dinos glitschen so nach hinten alle. Haben wir gemerkt, deswegen, ihr seht, wir haben das hier ein bisschen rumrum gebaut. Ich habe richtig Angst. Ich auch, das, wir könnten jetzt alles verlieren, ne? Aber wieso glitschen die denn so? Die glitschen nach hinten und tauchen wieder auf, wenn ich aufhöre zu fahren. Deswegen, gib Gas. Wir nehmen alle Verluste in Kauf. Los geht's. Tun wir das? Tun wir, ja. Das tun wir. Weil wenn einer runterfällt, ist eh zu spät, weil er geht unter in dem tiefen Wasser gleich. Deswegen gib Gas. Also bei mir sind deine alle drauf, die glitschen. Oh, da liegt ein Ei. Auf meinem Boot wurde ein Ei geboren. Aber es scheint so, als ob das nur so ein Glitch wäre, dass sie nach hinten und ich hoffe... Genau. Das, weil jetzt haben wir Wände und ich denke, da wird nichts passieren. Ich habe meine ja gleich mit Wänden eingebaut. Mogis hat seine jetzt danach. Ey, was der Typ sich halt wohl gerade denkt. Okay, ich fahre dann auch mal los. Okay. Wie der die ganze Kacke runterfällt. Fahr mal ein bisschen weiter nach rechts von mir, weil ich sehe dich dann nicht so. Sonst ja, nicht ist so. Egal. Wir fahren gleich. Warte, ich gucke mir eben auf der Map. What? Jetzt fängt mein Mammut auch noch an zu glitschen. Und überall hängt Scheiße. Ach, das ist meine. Ey, fahren wir rechts oder links? Ich würde sagen rechts, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß ja nicht mal, wo es genau liegt. Okay, fahren wir rechts. Jetzt müssen wir aufpassen auf Hai oder so. Wenn uns ein Tier angreift, ne? Alle unsere Tiere werden auf ihn gehen. Die greifen aber kein Boot an. Bis jetzt wurde ich noch nie angegriffen, als ich auf dem Boot gefahren bin. Ach, bist du ja schon auf dem Boot gefahren? Ich war das erste Mal. Aber ich wusste nicht, dass man das so geil ausbauen kann. Ja, das ist schon nice. Ich hoffe nur, wir kommen heil an. Wahrscheinlich taucht gleich Nessie auf und tötet uns beide. Oder ein bisher unbekannter Boss. Bosse, die musst du spawnen lassen, die sind nicht einfach da. Ich habe mir vor, es würde einen Wasserboss geben, der die Insel umrundet. Hey, es gibt einen Wasserboss, der die Insel umrundet. Wie bei WoW, so einfach so ein Riesenhai. Jetzt sag ich so, Achtung, hinter dir. Und du siehst dann nur noch, wie da so ein Monsterfluss ins Wasser geht. Oh Mann. Dann wäre vorbei, ich würde sofort an Land fahren, J drücken und mit allem weg hier. Das ist zu krass irgendwie, das ist einfach zu krass. Ach ja, Pixie Pix war ja vorhin bei Mogi drauf, aber der ist irgendwie runtergefallen, warum auch immer, wie ist das passiert? Keine Ahnung, losgefahren, da hatte ich ja noch keine Wände und da sind halt alle Dinos ein bisschen nach hinten, das sieht man glaube ich auch. Bei meinem Kino zum Beispiel stand der weiter vorne. Dings habe ich auch, hier Kuma habe ich auch bei mir umgestellt. Das Gute bei dir ist, wenn bei dir jemand ins Wasser fällt, sehe ich das vielleicht noch. Ich sehe dein Keno so rauskratzen. Wenn du nach hinten guckst, siehst du meinen Mammut? Ja. Was hast du denn da links drauf? Es sieht so groß aus. Was sagt alles links von dir? Was ist bestimmt drin? Ach, das ist der Trike. Oh. Fährst du auch mit K gedrückt? Ich mit K gedrückt? Ja, nein, einmal K drücken, dann kannst du ja die Kamera frei bewegen. So fahre ich nämlich und habe einfach, fahre immer geradeaus und manchmal korrigiere ich kurz und drücke ich nochmal K und korrigiere. Dann habe ich eine bessere Übersicht, damit ich habe am Anfang gemacht, aber oh, das ist so schön für die Augen, wenn man es so sieht. Alter, das mal im Ernst, das sieht wirklich geil aus, wenn du dich so umguckst. Mhm. Die backen wenn die nicht so backen würden, wird es noch geiler aussehen. Bei mir backt das gar nicht mehr, bei mir sitzen die alle auf einem Punkt ganz nett, bei dir aber auch auf dem Boot, deswegen. Ah, bei mir backt gerade Mogi. Dein Trike und ein Flugzeug. Dein Flugzeug drückt alle nach hinten. Und die Dodos backen. Aber jetzt mal im Ernst, Flugzeuge, die hätten, die fliegen, denn die hätten wir auch mit auf Folgen drücken können, weil die einfach über uns drüber herfliegen, ne? Tja. Aber die würden auch vor uns fliegen wahrscheinlich. Soll ich jetzt mal J drücken? Das sieht so geil aus, finde ich. Man kann ja auch unter das Wasser gucken. Wenn du K, also wenn du mit K gedrückt hast, dann siehst du unter Wasser. Zum Beispiel, ich sehe sogar unter Wasser meinen Schatten. Da hinten ist der. Ja, du könntest auch so nach Haien halten.
Bleib mal kurz stehen, dass ich dich ein bisschen einhole. Aber nur kurz. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin schneller als du. Scheint so, ne? Jetzt kannst du gleich weiterfahren, noch nicht. Jetzt. Fahr weiter. Bogi, fährst du? Ja. Ehrlich? Bei mir stehst du da noch? Ja, fahr einfach weiter. Einfach durch dich durch. Genau. So, jetzt fährst du los. Bist du jetzt erst losgefahren? Oh, ich sehe einen Dilophosaurus bei dir rausglitschen. Oh, ich habe mir den Namen gemerkt. Wie kommt das? Vielleicht stand's da. Und du hast es gelesen, ohne das wahrzunehmen. Kann schon sein, ich weiß es nicht. Oh, jetzt ist dein Schweig ausgeglitscht. Siehst du, die bei mir die ganze Zeit glitschen? Mogi? Oh, ich fahr durch dich durch. Hä? Uncool. Ich sehe nichts mehr. Nein! Mogi! Unsere Dinos! Dein Flugsaurier ist rausgefallen. Nein, die beiden Tracks sind rausgefallen. Nein, bleib genau da, wo du bist. Bleib genau da, wo du bist. Ich bin in dir. Ich hab gefunden, Scheiße! Dann drück schnell U. Mogi, wieso bleibst du stehen? Ich weiß nicht, wo man dich aussteigt, so. Hä, sind wir noch ineinander? Ja! Ich bin gerade abgestiegen. Ach Mogi, wieso bleibst du stehen? Wieso tust du sowas immer? Was soll ich wissen, was passiert? Fahr weiter! Ich kann nicht, ich steck in dir! Guck mal, fahr weiter. Ach Mogi. Fahr weiter. Ich kann nicht mal was sehen. Ich bin raus. Ach, Scheiße. Wir müssen an Land. Okay. Okay, alle meine Dinos sind von mir runter. Ach Mogi, was machst du denn? Wieso reitest du denn? Lenk lieber dein Boot. Ich versuche hier alleine rauszuglitschen. Oh, guck mal, mein Boot, es ist komplett leer. Echt? Warum reite ich denn, weil ich von meinem Boot wollte, damit ich Dinos holen kann? Aber stimmt, die können schwimmen. Die können schwimmen, außer der Raptor ist nach unten, okay. Ich warte, bist noch in meinem Boot? Mogi, wieso bleibst du stehen? Ich glaube, das war doof. Ja, das war doof. Wieso tust du das? Das war sogar sehr doof. Ey, alle deine Dinos, die auf meinem Ding sind, laufen jetzt anscheinend hinterher. Ja, weil ich gepfiffen habe. So. Nimm dein Boot, pfeif auch und komm an Land. Okay. Nein, wir werden angegriffen. Hier ist ein Steg. Egal, erstmal an Land. Da ist natürlich ein Fels. Verdammt. Jetzt ist auch noch Nacht. Mogi, wieso hast du es getan? Ist das da ein Wal? Ist das ein Wal? Ach, jetzt warte, das ist ein Hai. Ich hab schon gedacht. Kommt raus, Leute. Kommt hierher. Gut, Mogi, wir schlagen hier erstmal ein Lager auf. Vielleicht ziehen wir auch her. Nein. Nein, das habe ich ja ich steck fest. Ach Mogi, wieso tust du sowas immer? Ach, Leute, was wollt ihr immer noch aufs Boot? Ach so, die folgen dem Boot. Siehst du noch irgendeinen von meinen Dinos auf dem Wasser? Guck mal. Ja? Das klappt schwer, hier wieder aufzuladen. Nein, echt? Aber das Aufladen habe ich eine Lösung. Wenn ich aussteigen kann. Ehe, ne? Ach Mo, wieso tust du sowas? Ich dachte, du fährst einfach in mich rein und gut ist. Egal, du musst es losgehen. Es ist Nacht, wir sind in Sicherheit. Das war auch der einzige Gedanke, den ich dabei hatte, als ich das gemacht habe. Kommt raus da. Kommt her. Ach Mogi, wieso tust du sowas immer?
Ist da drauf noch irgendwas von unseren Tieren? Ich weiß es nicht. Ich geh nochmal rauf und guck. Und suche. Ja, warte, ich schwimme. Wenn da noch irgendwas von unseren Tieren ist, werden wir es eh nicht mehr retten können, denke ich. Ich glaube, alle meine Dodos sind tot, ich weiß es nicht. Keine Sorge, es waren nur Dodos. Zum Glück habe ich noch gesagt, die sind mir voll wichtig und das wäre voll schlimm, die zu verlieren und so. Ich weiß. Und Morgi denkt sich einfach mal. Ach Morgi, wieso bist du stehen geblieben? Was soll das? Ich glaube, du bist sauer auf mich ein bisschen, oder? Ich wundere mich nur, was das soll. Warum? Ich wusste nicht, dass sowas passiert. Es war doch klar. Ich meine, da ist ein Boden. Ich meine, das war doch klar, dass du die rausdrückst. Ich wusste nicht, nein, ich hätte nicht... Mir war es auf jeden Fall klar, wegen der Brücke, das ist mir an der Brücke schon passiert. Aber nur mit einem Dino, der, mein Flugsaurier, mein Vogel, der ist an der Brücke hängen geblieben und hing dann auf der Brücke. Ich hätte nicht mal gedacht, dass du überhaupt, also dass wir, du weißt. So, das mir fällt nicht ein, wie das heißt. Da gibt es einen größeren Spasten als dich. So viel dazu zum Thema, wir wollen vor Sonnenuntergang dort sein, das hätten wir sowieso nicht mehr geschafft, aber ich kann nicht mal mehr aufs Boot, danke. Okay. Das Aufladeproblem habe ich gelöst bei mir. Du hast eine Rampe gebaut? Ja. One Ramp. Ich kann nur eine bauen. Dafür muss ich jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwas einreißen. Ich glaube nicht, dass die da zwischendurch hochkommen. Mammut würde schwer werden. Glaube ich mal. Was finde ich schwer? Wodurch? Bist du als Spaß geboren oder wurdest du erst später so? Ich wurde erst später so. Ich finde das voll gemein, was du sagst. Das war aber ein Move eines Kevins würdig. Weißt du, wir haben ja einen Kevin auf meinem Boot, ne? Der hat gesagt, bleib mal stehen. Das wird bestimmt voll witzig, oder? Ja. Diese Kevins immer, ne? Nein, okay. Kevin. Es wäre nicht witzig. Es wäre tödlich. Da ist ein Dodo von mir. Ich sehe einen. Ich denke, das ist gut. Ich habe schon wieder Hunger. Okay. Ich hab dich lieb, bin so froh, dass es dich gibt. Following Raptor, folge mir, folge mir. Hier einreißen. Ach man. Also manchmal. Kennst du diese Momente, wo man denkt, was ist denn das für ein Spaß? Nein, kommt mir nicht bekannt vor. Habe ich noch nie gedacht. Wow. Morgi. Also. Oh scheiße. Was los? Ich sehe Spike, der hüpft da gerade rum, das heißt er schwimmt. Und weiß, dass das mal mit deinem Skorpion passiert ist. So, List. Ein Mammut. So. Dann. Soll ich dir die Materialien für eine Rampe geben oder hast du schon? Ich hab schon. Ich hab einen Mammut, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob du, okay, hattest du gar nicht geskillt, weil ich hatte die gar nicht geskillt zum Beispiel. Ich hatte die geskillt, weil ich halt ein neues Haus bauen wollte.
Dann hatte ich 3 Twikes. Ein Twike. Kannst du einen Raptor gleich noch mal bei mir parken? Aha, aha. Warum auch? Ich hab sie doch eben gerade erst geparkt. Ich weiß nicht, der ist weggelaufen. Was ist das? Da wollte ich hätte dich ja nicht pfeifen sollen, das war voll die dumme Idee von mir. Ist ja echt so. Schäm dich was. Ja, tu ich, tu ich. Tut mir in der Seele weh. Meine Doofheit? Oder? Nein, meine Doofheit. Dann ist gut. Das ist mir auch wohl aufgefallen, dass du ein bisschen zurückgeblieben bist. Und... So, Mike Nummer 2. Du machst mich fertig. Oh. Du musst es so sehen. Wir können jetzt in Ruhe umziehen. Gleich, in den Ruhe? Nächsten Tag. Was? In Ruhe? Ja, gleich bricht nämlich der neue Tag an. Und dann... Mhm, mhm. Jetzt stehen wenigstens deine ganzen kleinen Dinos hier im Weg. Die werde ich dir gleich einzeln alle draufschmeißen, weißt du das? Wieso schmeißt du die Twikes bei dir rauf? Lass uns das genauso aufbauen wie eben. Die großen bei mir, die kleinen bei dir. Ich nehm gerade alles, was reinpasst. Gut, das hat eben gerade gut funktioniert. Lass uns die Ordnung jetzt nicht durcheinander bringen. Das hat voll nicht funktioniert. Du hast doch gesehen. Was gesehen? Wie das voll nicht funktioniert hat. Gut, dann nehme ich gleich mal Mammut und pack mal... Du solltest okay. Es draufschmeißen. Wieso hat er es nicht draufgeschmissen? Alles Große zu dir, okay. Jetzt mach ich da oben auch noch laut Musik, weil die mich verarschen. Ich hab alles Große zu dir getan, ne? Ich hab mein Krokodilbein bei dir gepackt. Wie das denn? Weil es groß ist. Es ist größer als, das ist so groß wie die beiden Trikes zusammen und mein Flugsaurier. Oh Mann. Kann ich bitte den Platz da vorne kriegen? Ich musste erst die... Okay, ich kann da durch. Ich kann einfach durch, passt schon. So, ist schon. Hier, zack. Kann ich einfach so durch Wege laufen? Ich kann einfach durch. Hättest du ihn ruhig da stehen lassen können, ist nicht so schlimm. Na, alles gut. Ich geh kurz gucken, ob hier, wer was vergessen habe, okay? Alter, und das Schlimme ist, die Musik von meinen Nachbarn, das ist einfach nur ein Gedröhne gerade und dann hört's auf. Also ich höre das gerade nicht, also. Es dröhnt einmal ganz laut und dann hören sie auf zu dröhnen und... Was? Du hast nur eine Rampe gebaut? Klar, passt doch alles drüber. Noch so eine Patch-Rampe? Ja, sonst habe ich nie geskillt. Oh, ich hab's euch ein bisschen hübsch gemacht. Ich musste diese gerade sogar noch dafür skillen. Okay, also, wo ist mein Vogel? Kleine Schade. Pack seinen Raptor bitte hinweg, der steht irgendwie voll im Weg, ich weiß nicht, wie der da hinkommt. Ja, ich pack ihn mal weg. Hier ist der Sattel, warte, ich hab den Sattel für dich. Bevor du die alle draufschmeißt, kannst du die am Ende draufschmeißen, wenn ich alles, alle meine sortiert in der Ecke gedrückt hab. Oh, so viel Vorbereitung, ne? Zweimal sogar. Hast du Sparkpowder? Also, ja, halt auf dem Feuer gerade. Hast du ein bisschen für mich, für mein Feuer? Du kannst rausnehmen. Ich komme mit meinem Krokodil nicht bei dir drauf. Ich pack das bei mir nicht drauf, ich pack das zu dir. Okay. Alter, Riesenrampe. Nein, ey. Warst du schon eben gerade schon drauf? Ich weiß, es mir nicht aufgefallen, hab ich nicht drauf geachtet. Packst du ganz nach rechts. Oder so, pass auf. Nur so weniger Platz ein. Ja, ja, ich versuche den Schwanz anzuquetschen. Mist. Ach. Ey, dein Skorpion ist unterm Boot, ne? Wieso ist er unterm Boot?
Ich habe ihn doch reingeparkt, ich habe mich reingestellt und ihn geparkt und lande. Ist er denn? Oh, Kevin muss ich da ja auch noch reinkriegen. Aber Kevin ist groß. Und ich hatte ja eben... Ne, warte, ich komme. Kevin. Wieso muss ich den Namen changen? Ach, warte, du musst das Boot... Musst du nicht? Das ist Nein, ich meine vom Skorpion. Ich weiß, musst du nicht. Es tut mir sehr leid, ich habe ein Mikro umgehauen. Ey, das ist echt uncool. Change name. Kevin ist so groß, ne? Wondering. Der Following, da. Komm. Der läuft über die... Wo ist er hin? Da oben, okay. Oh, Pixie Peaks heißt nicht mehr Pixie Peaks. Nein, die Pixie Peaks. Nein, das war... Oh, verdammt. Achso, meine Packe war vorher da. Okay. No. Du bist jetzt wieder hier oben. Bist du jetzt wieder hier oben? Oh, die Pixie Peaks, da. Die hat sich rausgeglitscht, komischerweise. Das ändere ich nicht wieder zu Hause. Wenn wir... Was heißt wieder zu Hause? Dein Dilphosaurus und so. Hast du Fleisch auf dem Grill? Nein. Weil ich bin halb verhungert. Oh, ich bin auch fast verhungert, aber ich habe noch ein bisschen Fleisch mitgenommen. Hast du von zu Hause das Fleisch auf dem Grill genommen? Nein. Ich habe extra nochmal, also ja, habe ich. Dann habe ich noch was draufgelegt und da habe gesagt, da sind noch 10 Stück drauf, die habe ich nochmal draufgelegt, sonst runternehmen. Du hast mir aber nicht zugehört, stimmt's? Nein, ich habe das Fleisch doch... Ach, gut, ich habe Fleisch doch runtergenommen. Und du warst in der Base gerade gewesen und ich habe gesagt, ich habe da noch ein bisschen Fleisch draufgelegt, weil ich bei Fleisch nochmal oben draufgelegt habe. Ich weiß, die habe ich dann runtergenommen und dann habe ich das auch nochmal gesagt. Gut, kann ich da ein bisschen Fleisch haben? Ich habe nichts mehr, ich habe gerade mein letztes gegessen. Oh, ich habe gar nichts gegessen die ganze Zeit. Wie viel Hunger verschwendest du? Nein, ich hatte nur noch... Also habe ich gerade... Ja, scheiße. Ich hatte nur noch 3 Stück über, weil ich das andere gegessen habe, weil ich die ganze Zeit rumgelaufen bin. Du bist ja eben hin und her geflogen und ich bin gelaufen. Hm. Was machst du? Hey, wie geht die dann läuft weg? Ehrlich? Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht, er lebt. Ist er aber geschlagen? Nein. Voll die Schande, wenn du es getan hättest. Guck mal. Du hast... Der Raptor ist hier weg. Warum? Weil der an meinem Lenkring steht. Aha, aha. Kannst du mir den Sattel geben? Ja, ich hab den nicht im Inventar. Aber doch, ich kann stehen, ist gut, lass ihn genau da. Okay. Alles gut. Hab ich. Warte. Die Kacke ist schon wieder alles voll. So, ich muss nur noch ein paar Leute in uns herfliegen jetzt. Ich guck mal, wie viel wir schon geschafft haben. Okay, ihr seht, wir sind gerade 70C und wir wollen 20-80. Ja, ich verklickt. S-Klick, nicht links-Klick. Zack. So, einen Raptor nehme ich zu mir. Oder? Habe ich überhaupt noch Platz dafür? Also den Platz zu mir. Du kannst am besten einfach alle noch ein paar nach vorne stellen, weil bei mir sind alle, wirklich alle deine Ecke. Alle deine auch. Hättest du woanders stellen sollen. Ich habe alles nach hinten gemacht und vorne steht jetzt gerade gar nichts. Da würde ich noch was hinkriegen. Weißt du, wie schwer es ist, sie mit dem Vogel aufzupieksen und wegzubringen? Und wenn du willst, kannst du ja meinen Raptor-Sattel wieder geben, den ich dir geliehen habe. Ja, den habe ich doch gar nicht im Inventar. Ja, also, dann beschwer dich nicht. Ja, du musst ihn doch nur nehmen. Nicht ins Wasser fallen, Raptor. Ist ins Wasser gefallen. Ist doch nicht, der liegt doch im Schrank, ist doch klar. Was ist das? Ja. Natürlich.
Ja, der ist auf dem Schiff. Monsieur Dodo? Mein Gott, bin ich kalt. Deine Dilphosaurier, drückt doch eben auf Folgen und dann laufen mit denen aufs Boot. Dann noch die Lampe hoch. Wieso ist er abgestiegen? Vogel, komm. Nein! Warum leicht, wenn es auch kompliziert geht? Am besten pfeife ich jetzt, damit mein Vogel zu mir läuft. Mach mal. Sein. Was? Wieso fliegst du jetzt weg? Und er landet auf dem Schiff. Gerade wo ich ihn erreicht habe. Gerade wo ich ankomme. Denkt er sich, ach, ich lande mal auf dem Schiff. Alles cool. Der ist sogar perfekt gelandet. Warum? Guck mal, ich bin dafür, wir beenden jetzt die Folge und fahren dann gleich los nächste Folge, oder? Ja, weil wir diese Folge schon längst da wären. Wenn nicht ein Spaß stehen bleiben musste und es witzig finden musste, wie ich in ihn reinfliege. Du bist ja nicht in mich reingefahren, du bist durch mich durchgefahren. Weil ich dachte gerade, in einem Moment lang ist glitscht und er ist eigentlich weitergefahren. Und na gut, dann würde ich sagen, wir laden die letzten Dinos ein. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.